Hallo, ihr Lieben, und einen wunderschönen guten Morgen. Wir schauen mal, was der Tag so an Inspiration für uns mitbringt. Ich nehme das Butterfly-Orakel. Da kommen manchmal sehr spezielle Themen und da ist auch schon eins rausgefallen. Vielleicht sollten wir uns Zeit nehmen, mal irgendetwas richtig zu betrauern, anstatt es zu verdrängen. Mag ja bei jedem anders sein, je nachdem, wer wo einen Verlust hat. Ich kann das von mir zum Beispiel nur mit dem Hund sagen, wo es mich richtig getroffen hat. Das habe ich lange betrauert, dann verdrängt, aber es arbeitet in mir. Hier habe ich auch, ich hole es mal kurz her, weil es gerade eben passt. Auch das Bild auf meinem Schreibtisch stehen. Wer es noch weiß von früher, Nele ist bei mir immer mit im Zimmer gesessen und sie hat auch mitgejault. Also sie hat immer so mit mir gesprochen, während ich gesprochen habe. Wahrscheinlich hat sie sich gefragt, mit wem ich überhaupt rede, oder sie hat gedacht, ich meine sie. Okay, also etwas nochmal zu betrauern, Trauerarbeit zu leisten, vielleicht auch andere zu begleiten, die irgendetwas betrauern. Das können ja der Dinge viele sein. Über das darf man sich mal Gedanken machen. Trauerarbeit ist für mich auch nicht in einem Monat oder einem Kurs oder irgendetwas, was sich auf den Zeitraum erstreckt, abgeschlossen. Und unten haben wir noch den Glücksfall. Also irgendetwas kommt doch unerwartet in dein Leben. Das ist ganz neu. Das darfst du auch willkommen heißen. Hänge nicht dann da in der Vergangenheit fest, sondern genieße es, dass dir auch wieder etwas zufällt, was du hinter dir gelassen hast, wo jetzt neu aufgefüllt werden kann. Uiuiui, da sind gleich zwei raus in Karacho. Hier geht es um deine Lebensaufgabe oder um unsere Lebensaufgabe. Ich denke, alle, die hier schauen, haben irgendwie auch den Bezug, den ich hier habe. Und es geht einfach darum, unser Licht zu strahlen zu lassen, die Liebe zu verbreiten, natürlich, ne? Zu arbeiten irgendwie wie so ein Erdenengel für die anderen, irgendwie etwas investieren, das ihnen auch gut tut. Und die Engel geben dir hier jetzt ein Go, ne? Die sagen, du hast um irgendetwas gebeten, öffne dich jetzt der Führung, geh auch aus dem Weg, denn oftmals kommt die Führung aus einer ganz anderen Ecke, wo man überhaupt denkt, hier Glücksfall, ne? Und du wirst hier unterstützt, ne? Du gibst irgendwas in die Welt und jetzt kriegst du von oben irgendetwas zurück und kannst diese Trauer auch über irgendwelche Verluste nicht ins Dunkle manifestieren oder in dunkle Gedanken, sondern auch umwenden. Wenn ich über das Thema rede oder so, dann fällt mir immer die Saalkarte ein von Sven. Ich zeige sie euch schnell, weil es eben passt. Das ist eine der schönsten Saalkarten, die ich in den Lennys je gesehen habe, ne? Weil die eben hier zeigt, hier geht etwas zu Ende, etwas wird begraben und gleichzeitig kommen hier die neuen Triebe schon raus. Also diese Transformation von irgendetwas, was ausgedient hat oder was eben jetzt den Zustand wechselt in etwas, was dir etwas Neues mitbringt, einen Umbruch. Der Sarg hat ja auf dem Lennomar auch die 8 drauf, die Lemniskate, sagt auch wieder, dass nichts verloren geht, es wechselt eben nur den, ich nenne es mal Zustand. Und so eine Transformation sieht man hier irgendwie. Ich würde vielleicht jetzt noch doch speziell gucken, in welchem Bereich können wir das hier sehen.
guckt mal, das Glücks, der Glücksfall und der Klee, das doppelt sich. Also irgendetwas wird sich wirklich sehr günstig auf uns auswirken und uns auch so dieses Schwere durch Alltagsglück ersetzen lassen, die wir manchmal haben. Vielleicht auch eine Phase verkürzen, wo man so viel Trauer verspürt. Wir haben hier die Brücke, ne? Also man kann hier eine von einer Seite zur anderen gehen. Wir kriegen hier keine nassen Füße. Wir haben eine Chance, einen anderen Platz einzunehmen. Vielleicht sind wir auch für andere die Brücke. Und hier habe ich die Finanzen noch dabei, ne? Vielleicht dreht sich etwas finanziell. Auf jeden Fall, ne? Gibt dir ein bisschen mehr Sicherheit in den Finanzen. Und guck mal, unten haben wir noch die Sonne. Also hier geht es praktisch vom Dunkel ins Licht, nennen wir es so. Du kannst ja diese Umbrüche mehr akzeptieren oder auch das, was man immer so loslässt, hinter sich lässt oder beerdigt, weil es nicht mehr wichtig ist oder weil es ausgebraucht ist, und kannst jetzt hier auch dich wieder auf das Positive konzentrieren. Egal was es ist, ne? Die einen haben ein Tier verloren, die anderen den Arbeitsplatz und sind sehr traurig. Das ist ja immer sehr unterschiedlich. Gut, gucken wir mal noch das Krafttier an, was das für heute mitbringt. Und dann würde ich es dabei belassen, weil das ist wirklich sehr intensiv, trotz weniger Karten. Wir haben hier den Bären und hier ist mir noch der Kranich rausgefallen. Hier beim Kranich, der steht auf einem Bein, der ist sehr fokussiert, der ist sehr konzentriert. Vielleicht habt ihr euch lange auch auf dieses Thema Trauer ausgerichtet und die Sonne nicht mehr so wahrgenommen. Und mit dem Bär kriegst du jetzt hier eine Ablösung rein, ne? Fokussier dich wieder auf Schutz, fokussier dich auf Geborgenheit. Hier hast du auch die Möglichkeit von außen betrachtet, dieses Gefühl, oder ich nenne es jetzt auch mal mit Absicht Schmerz, denn Trauer hinterlässt Schmerz, wieder in ein geschütztes Szenario zu bringen. Hier geht es auch sehr viel um deine Gebete, um Kraft, die du zurückkriegst, die du auch schon investiert hast in andere Dinge. Hier darfst du auch wieder auftanken, falls dich diese Zeit, die du hier hast, Kraft gekostet hast. Der Bär bringt dir Schutz, Stärke, Kraft, auch Grenzen, dass du Nein sagen darfst, dass du dich zurückziehen darfst, dass du dich auf dich selbst besinnen darfst. Und der erinnert dich daran, dass du es dir auch gut lassen gehen darfst. Ne? Gestattet es dir mal faul, auf der Haut zu liegen, den Honig des Lebens zu genießen. Wir sind keine Maschinen. Jeder hat auch einen eigenen Rhythmus. Alles geht hier auch in Rhythmen. Tag, Nacht, Ebbe, Flut, einatmen, ausatmen. Es verläuft eben alles in Phasen, so wie auch diese Phase sich hier anzeigt, wo neue Triebe wieder hochkommen. Was hier sehr schön ist, ist wirklich dieses Rausnehmen, da wo man lang fokussiert und angestrengt auf etwas geguckt hat, vielleicht auch auf die Trauer. Darf man sich jetzt rausnehmen, ne? Die Erde dreht sich weiter, auch wenn wir mal einen Tag nicht dabei sind. Okay, also mach ein bisschen Pause, lade auf, damit du für später wieder aktiv Großes vollbringen kannst. Bleib hier auch bei deiner Energie, schütze die, das ist auch immer so wichtig, finde ich. Wenn du viel zu geben hast, dann kommen viele und saugen auch daran. Darf man Grenzen setzen, ne, und sagen, hier, ich brauche meine Kraft für mich, sodass es auch nach meiner Regeneration wieder für vieles reicht.
So, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.